Factory. Es sind jetzt ein paar Weihnachtstage vergangen und Silvester und so, alles, wo man frei hat. Ach ja, und ich erinnere. Ich habe mich erstens so richtig schön erkältet, wie man vielleicht hört. Und ich wollte sagen, ich habe alles vergessen, was dieses Spiel angeht. Und ich komme raus und ich weiß schon wieder, wo ich aufgehört hatte und habe schon keine Lust mehr. Diese Art und Weise würde ich auch gerne den Boss töten, den ich nicht hinbekomme. Und ich habe halt überhaupt keine Ahnung von der Steuerung. Und gar nichts mehr. Irgendwie interessant, wenn man von unten kommt, ist es ja viel einfacher hier. Autsch, genau so. Ja. Ich kann es überhaupt nicht mehr, das Spiel. Also ich habe irgendwie Salz, ich habe irgendwie Gold. Dann müssen wir kurz gucken. Das sind meine roten Flaschen. Die trinke ich, glaube ich, hier mit. Taste jetzt nicht gedrückt. Tja. Der Schmerz kommt sofort zurück. Er ist sofort wieder präsent. Moment, ich mache das falsch. Ah ja. Ist doch ein bisschen problematisch, wenn ich da jetzt jedes Mal runterstürze.
mehr hält, wenn wir oben gehen sollen. Oh ja, da eben hätte ich auch dran. Autsch. Nein, 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 nein! Oh! Scheiße, ey! Dabei hätte ich ihn ja fast gehabt. Ist schon wahnsinnig, wie lästig dieser Gegner ist. Und da habe ich aber nicht aufgepasst. Ich bin dem Spiel sehr dankbar für dieses Feuer im Schild. Feuer. Thank you.
Oh mein Gott. Ich hab's. Oh, das klang, glaube ich, gerade übel auf dem Mikro, tut mir leid. Ich würde bitte jetzt. Ja. Oh, Gott sei Dank. Gott sei's gedankt. Oh. So, Gott sei Dank jetzt mal hier endlich ein neues Gebiet gefunden. Vor allem mal hier eine neue Tempelstätte. Boah, was mache ich denn hiermit? Das kenne ich gar nicht. Eines Zorns. Ah ja. Nee, danke. Ja, es hat auch eine Art Multiplayer, das Spiel. Muss aber nicht sein, ne? So, ich habe 4 Fertigkeitspunkte. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich eigentlich machen wollte als nächstes. Ich wette irgendwas mit Ausdauer. So, ich würde sagen, das ist jetzt meine recht kleine Folge, aber die beende ich jetzt mit dem Erfolg, diesen Boss geschafft zu haben. Was ja jetzt im Endeffekt doch gar nicht so schwer war, ne? Also keine Ahnung, was ich mich damals so angestellt habe, war ja hier voll easy peasy und so. Und dann geht's hier direkt an der Stelle auch in der nächsten Folge weiter. Also bis dann.